Zuerst soll ich mich kurz vorstellen. Ich bin die Manuela aus der Schweiz. Wie lange sie redet, aber nach ihr. Ich habe das Bild gemalt, weil ich gemerkt habe, es hat etwas mit meinem eigenen Leben zu tun. Und zwar möchte ich damit darstellen, es gibt Gott und es gibt einen Gegenspieler von Gott. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie. Ich bin mit Gott, Jesus, dem Allen bekannt, aufgewachsen, hatte jedoch vor nicht allzu langer Zeit das Gefühl, warum brauche ich Gott, wenn ich doch alles habe, was ich zum Leben brauche. Ich habe ein Haus, ich habe genug Geld, ich habe tolle Freunde, ich kann auf Reisen gehen. Warum Gott? Ich brauche ihn nicht in meinem Leben. Ja, ich bin auf Reisen gegangen und wollte eigentlich Gott suchen gehen. Ich dachte so, ja, wenn es Gott gibt, muss er sich mir auch zeigen, auf neue Art und Weise. Und wie ich durch verschiedene Länder und Nationen gereist bin, habe ich wirklich Gott auf neue Art und Weise kennengelernt. Durch andere Religionen. Oh, ja, das wird sich stören davon. Durch die anderen Religionen habe ich gemerkt, wie wunderbar eigentlich mein Gott ist. Ich muss ihm keine Opfergaben bringen. Ich muss ihm nicht, weiß ich, wie viel Geld geben, damit er mir meine Wünsche erfüllt. Ich darf einfach zu ihm kommen und ich darf sein Kind sein. Er ist da für mich, immer wenn ich ihn brauche. Und deshalb, ja, will ich zu diesem Gott gehören. Ich will zu Jesus gehören, weil er in meinem Leben so viel Gutes getan hat und weil ich aus voller Überzeugung davon sagen kann, dass er wirklich real ist, dass er mir hilft. Ja, und dass er immer für mich da ist.